Herzlich willkommen. Wir werden heute ein Spiel spielen. Wir spielen Dämonologist. Eigentlich zu dritt. Nur dritt ist gerade noch an seinen Einstellungen. Darum sind wir jetzt zu zweit. Das ist die liebe Sam. Hi. Kennt ihr? Pikachu. Auch aus den Kommentaren. Und wir werden uns jetzt hier an dem Geist mal vergenusswurzeln. Ach, na dann. Ach, das wollen Sie nicht schon verspaßen mit dem Geist am Anfang? Ach, ich glaube, ich habe nur ein BH an, ne? Kann das sein? Vorhin hat übrigens ein Geist mit mir über die Ghostbox gesprochen. Weiß ich, ob ihr das schon hattet. Wenn er ein Geist über die Ghostbox spricht, dann ist doch bei der Ghostbox ein Geist zu sehen, der da schon drauf rangeklebt, weiß ich was ist. Und wenn der leuchtet, dann kannst du davon ausgehen, dass der Geist mit dir spricht. Das hat Manu mir letztens das schon ich erklärt. Schon. Ich dachte nur, das ist so ein lustiges Gimmick da oben. Ich wusste auch nicht. Ich habe oft gesprochen mit einem, dann kam Geräusch, Lachen und ich dachte, das gehört schon dazu und habe das natürlich falsch eingegeben. Ja, ja. Ach, der Generator funktioniert ganz schön. Funktioniert ja manchmal nicht. Hier lassen wir erstmal aus, ne? Wir dürfen ja nicht so viele anmachen. Ja, ich mache im Flur immer eins an und später in den Räumen, die wichtig sind. Hier vorne finde ich immer, ich glaube, 4 Stück darf man anmachen, bevor. Oh, guck mal, wir können sogar nach oben. Ja. Ach nee. Machen wir. Doch, können wir. Ich bin hinter dir. Ich mutig und unerschrocken stehe ich hinter dir. Boah, das ist ein gemütlicher Sessel. Ach, hier ist ja gar kein Bad. Oder ist auf der anderen Seite? Hier wohnen die Bediensteten, die sich nicht waschen. Ja, sie brauchen sich nicht waschen. Die dreckigen Leute, die... Mann! Blödes Scheißgehör. Ich hab doch nur die Badtür aufgeguckt. Mal, ob da was drin ist. Normalerweise schenke ich mich von dem Kind nicht, aber die hat gesessen, die Alte, weil das Licht zu hell war auf einmal. Ich dachte, was ist nur los? Hallo. Geht ja schon gut los. Aber... Ja, Abdrücke haben wir keine. Oh mein Gott! Moment. Leg mal das Ding da weg. Ich opfer mich freiwillig. Guck mal. Lass es liegen! Warum? Leg das weg, sonst... Sonst lockst du einen Geist an, der bringt dich um. Hör auf. Ich will nur wissen, wo der ist. Wenn du Pech hast, kommt der Dämon sofort und killt dich. Ich würde es lassen. Ach, der killt mich nicht. Übrigens kann man sich wiederbeleben, falls du noch nicht weißt. Nee, das wusste ich nicht. Und zwar kann man, manchmal tauchen im Haus Tarotkarten auf. Und wenn einer wohl tot ist, kann man wohl anhand der Tarotkarten, wenn man Glück hat, denjenigen wiederbeleben, habe ich auch irgendwo gehört. Oh, cool. Aber die Voodoo-Puppen nicht anfassen, wenn du eine siehst. Aber ich frage ihn jetzt. Ich will jetzt wissen, wo er ist. Ja, mach mal. Where are you? Entschuldigung. Mach doch mal was hier. Where are you? B. Oh. E. Bedroom. Schlafzimmer. Ja. Wo war denn das? Bei der Braut, wa? Beim Brautkleid. Ich denke mal, der ist es, ja. Das ist der einzige, wo ich ein Bett gesehen habe, jedenfalls. Okay, goodbye. Ja, so geht's auch. So, ich habe das Ding niemals berührt. So, na dann. Ich gehe vor. Gehen wir ins Schlafzimmer. Ich möchte nicht wissen, wie meine Sanity jetzt aussieht. Also war der Quatsch, ihr seid noch nie verstanden. Das kriegt man bestimmt. Also ich weiß nur, dass der Geist zwischendurch mal lacht. Jetzt guckt er ja traurig. Aber man kann hier bestimmt irgendwie durch, aber... Ich möchte erstmal gar nicht durch. Wir gehen erstmal ins Schlafzimmer, gucken uns das hübsche Brautkleid. Da sollten wir ja jetzt richtig sein. So, warte mal, ich mache hier einmal Licht an. Da. Noch hängen die Kreuze richtig rum. Do you want to play ball with me? Ja, genau. Das ist das Einzige, wo ich ein Bett gesehen habe. Ich wüsste jetzt nicht, wo sonst noch eins ist. Ich würde auch sagen, das ist der... Ich hätte doch die Ghostbox mitnehmen sollen, ne? Ja, die Ghostbox? Oh, sie lacht. Hörst du sie? Ja. Aber so hübsch bist du auch nicht. Kein... Aus deinem Versteck. Ach, ich habe gar nicht geguckt, ob wir alleine sein müssen. Na, scheinbar, ich glaube nicht. Frag mit der Ghost. Are you here?
Jago Mora, are you here? Oh oh. Nee. Hatte ich nicht noch was anderes? Doch, where are you? Nee, also ich müsste aber mal gucken, ob der alleine sein will. Das habe ich gar nicht geguckt. Aber es piept nicht. So, Ektoplasma sehe ich jetzt gerade nichts. Okay, Fingerabdrücke haben wir auch keine. Bestimmt die alte, die irgendwie durchs Kleid kommt. Das ist bestimmt die, die noch immer ein, so... Noch ein anderes hat. Schlafzimmer? Ich weiß nicht. Victoria. Aber das Licht flackert. Ob das hier noch zum Schlafzimmer dazugehört. Könnte sein, vielleicht war hier mal im Bett. Ich weiß Anger. Nicht, guck mal hier. Aber da hinten ist, glaube ich, kein Bett. Dream. Dankeschön. Ja, das mit der Schrift habe ich noch nie hinbekommen, also an der Wand da hinten. Ich weiß nicht, was das soll. Entweder geht das Radio aus, das kommt was, ich weiß es nicht. Bei mir hat es nie funktioniert. Da passiert auch irgendwie nichts. Also angeblich soll die Tür hinter einem zugehen, aber das ist mir noch nie passiert. Aber hier ist kein Bett. Da komm, ich geh vor. Ich geh vor. Hier ist kein Bett. Hello? Please answer me. Was denn jetzt? Tür ist halb offen und halb zu. Ich back hier gerade fest. Ich komme hier nicht mehr raus. Was steht hier? My name is... Anger. Anger. Oh Gott. Mensch, das ist die Zugegangen bei dir. Ich glaub das war, nicht. War wie verbackt bei dir, als ob ich raus kann, aber irgendwie auch nicht. Irgendwie so ganz komisch. Also die Voicebox bringt mir hier gerade nichts. Das Licht flackert andauernd. Glaube ich, vielleicht das andere Gerät noch, wo man vielleicht einen Geist sieht oder sowas. Aber auch das EMF ja, schlägt ja gar nicht aus. Hm. Vielleicht hat er uns... Das kann natürlich auch sein, dass es nicht der Geist ist. Es kann auch der sein, der uns huntet, der hier das Licht an und ausmacht. Er hat uns belogen. Oh, hier, 4. 3. Jetzt ist wieder aus. Hier war eben 4. 4. Okay. Hier ist eine Tür. Are you here? Schmeiß doch das Bild nicht. Jago Mora, are you here? Oh. Geht's ja wieder auf 3 zurück. Do you want verarsche me? Lass die Tür offen, lass meine Familie. Are you here? Talk to me. Aber die Aktivität ist hier. Ja, aber wohl bei 4. Soll ich das Gerät erstmal da drinnen lassen? Ja, mach das ruhig. Das mache ich auch immer gerne. Ich schmeiß die Box jetzt auch mal hier ab. Weil das scheint ja trotzdem zu funktionieren. Lass mal hier drinnen. Hast du das hier schon mal gemacht? Ja, bei mir ist aber nur noch nichts was passiert. Ich glaube einmal. Ach so, okay. Magna. Magna. Alter, ich hab grad eine Männerstimme bei euch. Ich weiß keine Ahnung gewesen. Da kam die Alte, ey. Was denn? Ich hab so einen komischen, Show me. Was war das? Show me. Nein, show mir nix. Hey, EMF. Hier bleiben. Nicht weglaufen. 4. Fingerabdrücke. Der hat uns belogen, der ist nicht im Schlafzimmer, der ist hier. Schweinehund ist das. Gut, dann lass das mal piepen, dann gehen wir mal gucken, das war... Achso, warte mal ganz kurz, Ektoplasma kann ich hier nehmen, auch nochmal gucken, das habe ich... Achso, ja, mach mal. Habe ich nur im Schlafzimmer gemacht, vielleicht ist ja irgendwo was. Weil der schmeißt hier gerne mit... Hey. Der randaliert hier aber auch rum. Alte. Der mag kein Licht. Fingerabdrücke, nicht so? Nee. Nein! Mit. Hilfe! Komm mit! Ja, ich bin da, Ja. Geh vor. Und dann mich hat das egal. Scheiße. Ey, dass dieser Idiot auch nicht so lange rennen kann, das ist ja unfassbar. Hilfe! Die Tür! Wir gehen erstmal raus.
Wir können ja gerade. Sie geht platziert, geht nochmal raus. Wir sind am Arsch. Pass auf, wir machen folgendes. Wenn der kommt, dann rennen wir. Okay. Es ist, glaube ich, jetzt. Der ist hinter mir! Lauf im Kreis, renn so lange, bis er weg ist. Er ist weg, komm. Ja, ja. Komm, raus. Oh, Gott sei Dank. Ich kenne nämlich, wenn das kommt, ich auch oh. Meistens entweder so ein kleines Teufelskind oder so ein dicker, fetter Nackter. Das ist das erste Mal, dass ich das überlebt habe, ey. Muss man vor dem wegrennen, der geht immer weg. Aber manchmal, wenn der ein, zwei Mal kommt, dann kommt der, der dich handelt und dann bist du tot. Am Kreisrennen ist eine gute Idee. Das habe ich mal gemacht, so schnell ist der Dicke nicht. Aber wir haben ja kaum Ausdauer, was hat denn die wie eine Lunge? Oh, der, ne, die sind Couch-Potatoes sind wir. Ja, wie in manchen Horror-Games, da rennst du und nach zwei Sekunden bleibt der schnell bei Evil. Wir sind Gamer, wir können nicht länger. So, oder denn, So, jetzt, ja, gut, also, guck mal, ich habe eine Sanity von 22. Also, ich kann ja noch was nehmen, ich habe das andere da gelassen. Ich nehme jetzt das Gerät mit, vielleicht kommt Geist. Dann nehme ich das noch. Mal probieren noch? Ja, genau. Nee. Können ja nichts verlieren, was uns nicht gehört. Eben, später ist das ärgerlicher, aber jetzt kann auch nicht weiter passieren, dann sterbe ich halt. Kann hier eigentlich auch ein Geist kommen? Also hier? Nee, ich glaube, hier sind wir safe. Weil ich habe nämlich mal die Geisterkugeln gesehen und habe mit denen gesprochen und die kamen direkt bis hier rein auf mich zu. Okay, nee, bis zu dieser Tür sind wir sicher. Einmal stand ich genau hier und dann hat das Spiel mich in das Raum reingeglitscht, hat die Tür. Oh, ist das fies. Ist das fies. Richtig gemein. So doof ist das Spiel nicht, das weiß ich schon, was ich mache. Guck mal, jetzt lacht er. Du warst es, die ganzen Bücher umgeschmissen hat, gib es zu. Oh, jetzt flackert schon hier. Ist nicht gut. Ah, nein! Oh, sag mal! Der kam direkt auf mich zu. Na, danke. Ist er noch bei dir? Ich weiß nicht, ich lieg noch auf dem Boden. So, jetzt. Okay, nein, hier ist niemand. Du Schweinehund, jetzt komme ich jetzt rein. Das ist bloß die Staffelei. Die Staffelei liegt bei mir. Jetzt werde ich mal, ich hole gleich, ich bringe mal kurz das Gerät. Mhm. Jetzt werde ich mal gleich was probieren, was ich nicht machen wollte, weil du noch gelebt hast. Mal auf. Jetzt bin ich gespannt. Die Mistsau, ey. Hier ist die Leinwand, die nehmen wir auch gleich mit. Geh mal her. Was wollte ich denn sagen? Vorhin ist mir eingefallen. Catch me if you can. Oh Gott. Oder hier. Du sollst kein Erdbeben machen. Das war ein Erdbeben. Oh, Erdbeben. Nee, bleib doch immer hier. Oh Gott. Catch me if you can, Demon. Das scheint zu wirken. Hör auf zu klopfen. Aber es bleibt bei 4, also ich weiß nicht, ob sich das noch ändert. Na gut. Telly sagt, teil immer mit, dass er ein Bild zeichnen soll. Vielleicht macht er ja das. Paint a picture. Dauert bloß manchmal. Also ich habe noch nie Glück gehabt, dass ihn das für mich gemalt hat. Jetzt gucke ich mal, ob hier vielleicht... Aber wir haben auch gar nichts bis jetzt, ne? Nee, na, ich weiß nicht, ob das EMF noch aussteht oder ob wir schon durchstreichen sollen. Das weiß ich halt nicht. Nee, erst ab... Von 2 auf 4? Ja, ab 5 gilt es erst. Kann ja passieren. Mich irritiert, dass er Schlafzimmer gesagt hat. Aber hier war ja gar nichts. Mit dem Vita-Brett. Oh, oh, ich bin am Arsch. Mit dem Vita-Brett ist das Problem, dass man nicht nur mit Geistern spricht, auch mit den Dämonen selber. Und wenn die dich verarschen, dann lügen die genau wie Menschen. Ach, das wusste ich nicht. Mhm. Dann ist es der Raum hier drüben. Essen soll man ja auch in echt mit so einem Brett dann nicht spielen. Mhm. Auch wenn man nicht dran glaubt. Gefährlich genug. So. Ich hab's einmal gemacht und hab's bereut. Ich hab's noch nicht gemacht. Ich hab zwar eins, aber... Ja, obwohl Mama sagt, sowas macht man nicht. Und wie Kinder so sind. Ich weiß nicht, ob das, was Mama sagt. Oh, jetzt ist EMF komplett aus. Passiert hier gar nicht mehr. Ist eine. Hier, der schmeißt alle durch die Gegend, aber sonst macht er nichts. 2. Ja, er schwächt ab. Er bleibt, hör mal auf, deine Bücher zu schmeißen, du Idiot. 3. Bei mir liegt, glaube ich, nur die Glühbirne. Hä? Ach da. Bist du eben erst rein? Weil, ja. Ich bin gerade raus, weil ich... Ich glaube, da ist eben was erschienen. Genommen. Über dem ESG. Jetzt willst du es wissen, wa? Yago Mora.
Can you hear me? Oh Gott! Ich bin tot. Ah! Diese dicke... Nein! Oh, nicht zur Seite knicken, die Beine! Ah. Dieser nackte Arschwein. Was mir vorhin alleine passiert ist, das Schlimme war, ich war im Haus und war gerade dabei, den richtigen Dämon einzugeben. Ja, genau, Dämon. Da kam die Sau, obwohl oben an der Treppe das Licht geflackert hat, unter der Erde, unter dem Boden nach oben, es hat mich sofort getötet. Das haben aber viele gesagt, das ist so ein Nachteil an dem Game. Du bist manchmal so schnell tot, du kannst es überhaupt nicht. Die kommen manchmal von irgendwo und haben dich. Aber ist nicht schlimm, man kriegt ja trotzdem noch was wieder. Oh, here we go again. Meine Fresse. Schreibt mal schon mal den Namen auf. Olivia Bläse. Oh Gott. Ja, wie die wohl gestorben ist. Wie soll das? Olivia, was ist das denn für ein Name, ey? Werden die ausgewürfelt oder was machen die? Olivia Bläse, ja Bläse, ne? Wie würde ich das? A Bläsebalg. Weil es ist ja Englisch, aber trotzdem würde ich sagen Bläse. Blaze. Oder wir nehmen nur den Vornamen, ich glaube, das reicht auch. Hauptsache, du sprichst hier an. Achso, warte, jetzt können wir auch gucken. Wenn jeder in deinem Team den Geist ausgewählt hat. Selbst wenn jemand neben dir ist. Also gut, der antwortet auch, wenn wir jetzt zusammen sind. Das ist gut. Ich hätte nur einmal einen Geist geantwortet, das war vorhin, aber der hat so leise gesprochen, ich habe den kaum verstanden, aber ich habe es ja am Gerät gesehen, dann bin ich raus und habe es geschafft. Gerade mal so. So. Gut, Taschenlampe? Dann such dir mal was aus. Ich mach mal. Nimm ruhig das EMF wieder, wenn du magst. Okay, und als zweites... Dann nehme ich mal die Flecken hier. Oh mein Gott, ich sehe gerade was. Oder hast du die Infrarotlampe genommen? Ja. Ach, die ist weg. Nee, die ist da. Okay, dann habe ich nicht EMF. Was habe ich jetzt eigentlich genommen? Die Ghostbox. Achso, dann nehme ich das EMF. Genau. Das kann nicht schaden. Na komm. Oh je. Warum das hier schon wackelt, habe ich nie verstanden. Die Kreuzung noch im Kopf. Ja, also. Das Haus kann ja nur besessen sein. Der Wind. Ja, auch. Ja, dieser leckere Haufen geschnetzeltes da, der. Das ist kein veganes Gulasch. Motiviert auch einen nicht besonders. Ja, ich knabber nebenbei ein paar Nüsse. Ich hoffe, du hörst es nicht. Ich höre gar nichts. Aber wenn ich ne. Wenn ich nervös bin, muss ich essen. Ich höre gar nichts. Alles gut. So. Hier lassen wir erstmal aus. Dann machst du wieder die Lichter an, wo du sagst, wo das passt. Gut. Das war nicht durchschlagen hier. Jetzt bin ich mal gespannt, ey. Olivia Blöse oder Bläse. Are you here? Der Keller? Was ist das denn hier? Aber die Antwort ist auch, wenn du das, die Ghostbox nicht die ganze Zeit mit der Maustaste hältst. Also du hörst das. Don't touch. Da kann man nichts touchen. Ich wüsste doch gerne mal, wo das sein soll, was da zu sehen ist. Ist das oben das Schlafzimmer? Das ist doch da, wo das Brautkleid ist, oder nicht? Oder? Oh. Ich glaube auch, ne? Was ist das denn für ein... Not now. Geflüstert was. Geflüstert was. Kellertür schon offen, das ist nicht gut. Das war ich. Da bin ich gestorben. Also das war ich. Achso. Was passiert denn jetzt? Olivia Bläse, are you here? Mein Keller. Oder ich mal gönn, ich kann so oben warten. Willst du in den Keller? Ja, mach ich immer zuerst. Dann mach ich immer die Treppe und dann gehe ich die anderen Räume. Okay. Ein System hab. Weil sonst verliere ich den Überblick. Hast du das EMF in der Hand? Nein. Ja. Nee. Ja. Hallo, ich finde drei Taschenlampen, aber ich weiß eben. Komisch, es piept gar nicht. Was ist so, das hier eigentlich? Oh, hier liegt was. Hier sind die Tarotkarten, guck mal. Da habe ich gehört, kann man eventuell, wenn man, also so habe ich gehört, kann man wohl jemanden, der gestorben ist, zurückholen. Gut, dann wissen wir, wo sie sind. Wo sie sind. Was ist das denn? Was denn? Was da an der Wand, da in der. Warum wechseln meine Geräte von allein? Das finde ich nicht lustig. Kannst du jetzt mal die Taschenlampe... Ah, so. Mhm. Hier schlägt doch nichts aus. Ritual. Ich gehe mal in die Mitte vom Ritual. Alles ruhig. Sag mal, wer atmet denn hier? Hörst du das? Ja, auch? Ich höre das. Könnten Sie das bitte unterlassen? Das ist kein Geist. Idiot gewesen.
Okay. Olivia Blöse. Bläse, ich sag mal Blöse. Ich weiß nicht, wie man das Olivia? ausspricht. Ich sag jetzt nur den Vornamen, ich glaube, das reicht auch. Olivia. Show Olivia, yourself. talk to me. Lass mich doch nicht hier stehen. Oh. Was? Bei mir färbt sich alles bunt. Ich bin gerade im Ah, Rausch. das ist das, was ich vorhin auch hatte, genau. Manchmal ist aber das Problem, manchmal huntet dich einer, manchmal auch nicht, das weißt du immer nicht. Ha. Ja gut, ich glaube, hier werden wir erstmal noch nichts finden. Gehen wir erstmal weiter. Ich komme nochmal wieder. Gehen wir erstmal oben. Wir gehen mal die Treppe hoch. Gut, los raus hier. Wir wissen ja, wo Da, die wo die Karten süßen. sind. Da, wo die süßen Ferkelchen wohnen. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Er hat nichts zu lachen, ist Noch gut. nicht. Hat noch nichts zu Was? lachen. Oh, dieses Kind, ey. Olivia, can you hear me? Irgendwo hat gerade was gepoltert. How old are you? Möchte nicht sprechen, warum nicht? Schüchtern. Wäre schön, wenn die mal schüchtern wären. Ich habe selten gehabt, dass einer mir genommen hat. Meine Taschenlampe ist ausgegangen. Hier weint einer. Ja, da weint was. Sind wir hier richtig? Was? Ah, okay, ich Drei? glaube, wir sind hier richtig. Drei, drei, drei. Ich leg's mal kurz hier rein, hier hinten. Ich glaube, wir sind hier richtig. Olivia, can you hear me? How did you die? Hier flackert sich, als wenn ihr einen Blitz schlägt. Das Wasser plätschert jetzt, ob man in der Bahn geht. Das Badezimmer hat keinen Lichtschalter, ne? Den haben sie irgendwie vergessen. Ja, verstehe ich auch nicht. Ich brauche mal Licht im Bad. Also, Also, irgendwo, warte mal, 18 irgendwo Uhr. hat sich ein Stuhl verrückt. War das hier oben? Smile. Ne, wo gibt's denn noch? Also, sie möchte nicht sprechen. Oh, das schlägt aber aus. Auf 4. Ja, gut, dann sind wir richtig. Was ist denn hier schon Oh, wieder für ein Geräusch hier? Ne, okay. Erdbeben. Olivia, please talk to us. Gucken, wo hier. Du sollst nicht rempeln, du sollst sprechen. Olivia, are you here? Ich lasse mal das EMF-Gerät da. Olivia, show me where Conny is. Ja, ich stehe unten. Ich stehe unten. Ist jetzt eine gute Frage. Also, wir können ja gerne noch mal woanders gucken, wenn ich ja noch woanders was. Aber ansonsten, glaube ich, können wir uns auf den Raum konzentrieren. Hast du das EMF mit jetzt? Ja, ich habe es mit. Okay. Ich habe das andere mal kurz umgelassen, weil es auf fast 5 ausgeschlagen ist. Schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas. Olivia, are you here? I'm your friend. Ja. Du nicht, du hast Licht ausgemacht. War ich Wechsel. doch. Scheiß Mausdings. How are you? Wie geht's dir? Also Fingerabdrücke habe ich nicht gefunden. Jetzt gucken wir mal Sieht wieder auf die. nach Flecken. Wie sehen die denn aus? Wenn man an der Wende so lang geht, dann sieht man manchmal sowas Weißes. Was man nur durch diese Lupe sieht. Okay. Es muss aber wie so ein Fleck, bloß in Weiß halt. Aber man sieht es auch nicht immer. Also ohne Glas sieht es doch gar nicht. Was scheppert denn hier schon wieder? Der schmeißt mit Glas um sich. Wie viel haben wir? Drei. Aber wir waren schon Ja, auf wir können ja mal 4, kurz. also die Tendenz ist gut. Ja. Gut, also Flecken. Flecken haben wir bis da. Tun, ich guck mal Würde ich draußen es halt machen, nochmal. wie ihr es gemacht habt. Immer da, wo es am aktivsten ist, gucken. Weil wenn du jetzt Ja. Haus absuchst und hier vielleicht alles ist, Darum, ich würde hier ist auch oben was zum bleiben. Abschleppen. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Wollen wir Ektoplasma rausstreichen? Ich weiß nicht. Oder es kommt noch was, ich weiß es ja nicht. Wenn erst. Manchmal muss ja ein Ereignis passieren, dass ein Geist kommt oder irgendwas und dann kommt manchmal was Okay, dann dieses lassen wir es noch drin. Ding. Wir holen mal den restlichen Kram und
mal die Leinwand, würde ich mal sagen. Mal. Und dann das andere Gerät noch. Na, wie heißt denn das da, wo vielleicht die Geister kommen? Vielleicht haben wir Glück. So, warte mal. Zwei, drei. Nee, zwei. Da, das kann ich auch mal hier ablegen. So, dann habe ich nämlich mehr Platz. Dann können wir nämlich von unten... Von unten die Tarotkarten noch holen. Dann haben wir die Hände frei. It's not here. She's in the light. Er ist immer noch traurig. Was? Der Geist ist immer noch traurig. So, ich dachte, das ist traurig. Es ist so traurig. Was? Hier knarzt was. Was ist denn hier so? Oh, das EMF piept aber oben wie wild, ey. Das könnte vielleicht schon 5 sein, ne? Jetzt ist natürlich keiner da. Ich geh mal kurz gucken. Es ist aber kein Geist. Komm mal raus, ja, da. Ghostbox leuchtet nicht, das ist kein Geist. Da wird rumgepoltert, ey. Also nicht unsere Dame da. Oh. Okay, dann holen wir die anderen zwei Sachen noch. Dann gucken wir mal. Kann es sein, dass wir ständig nichts haben hier? Also wir haben ja schon mehr als in der letzten Runde, zum Glück. Komm schon, welche Flecken. Ach, hier. Raus. So, jetzt wollen wir doch mal... Ist immer noch nicht. Ach da. Please paint a picture. Draw a picture. Paint something. Please. Oh, lass doch mal die Stühle stehen. Und die bewegen sich ja nicht mal, als hätte ich Schaffst. Welche Stühle sind denn das? Oder Schubladen? Das kann auch sein. Stimmt. Aber Handabdrücke, ich habe jetzt noch mal nach Plasma geguckt, da habe ich auch nichts gefunden. Handabdrücke auch nicht. Bloß dann macht man es weg und dann kommt angeblich, hat man sie doch gesehen. Bloß woanders, weil der Geist einen wieder verarscht im falschen Zimmer ist. So, ich habe mal die Tarotkarten auch hier abgelegt. Mhm. Also zum Beispiel, wenn jetzt ein Geist erscheint, dann würde er genau hier über dem Gerät erscheinen. Okay. Wirklich. So. Aber es kann natürlich sein, dass der wirklich nur... Achso, das sind die Karten. Nur kommt, wenn keiner im Raum drei. Ist. Drei. Das weiß ich jetzt nicht. Hi. Olivia, show us something. Das ist nicht Elisha. Das ist nicht die Ghostbox. Drei. Ist hier nicht heller noch oder bin ich mir sein? Ich hatte meine Lampe eben aus. Okay. Elisha, Blazer, are you here? Please talk to us. We are your friend. No! No! Oh, no! No, 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 no! Nein! Oh! Ich bin gerade mit den Karten gekommen, ich dachte, du bist zu. Ah! Jetzt habe ich die Karte, aber die müssen ja bei mir liegen eigentlich. Die liegen hier, ja. Die sind hier. Unter meinen linken Oberschenkel. Das glaube ich jetzt nicht. So, jetzt gucke ich mal. Warte mal. Wie wir... Ich weiß ja gar nicht... Ja gar nicht. Nein! Nein! Du jagst mich jetzt nicht. Ich, ja, oh, leck mich doch am... Jetzt, oh. Ich muss aber sagen, der Geist ist gar nicht mehr so gruselig. Den sieht man ja gar nicht, wenn du getötet wirst. Man sieht bloß so eine weiße Maske. Ich habe irgendwas gesehen eben, aber ich weiß nicht was. Ich dachte, du bist schon tot. Da ich komm, hol schnell die Karte und die Sau hat mich erwischt, die wusste ganz genau. Oh, ey. Selbst wenn jemand neben dir ist. Okay, also da, wir können zusammenstehen. Das ist gut. Talia Mullins oder Mullins, wie die heißt. Talia Mullins, okay. Ich schreibe mir das mal auf, ich merke mir das nicht. Ja, nee, in der Hektik vergesse ich das auch. So, wenn du nah rangehst, siehst du jetzt schon optionale Ziele. Hm? Wenn jetzt sagen wir, wir beide Geist auswählen, die Geisterkugeln sammeln. Die sammelt man mit B. Ah, okay. Beispiel. Aber das ist halt schwer. Ich hab's noch nicht geschafft. Das ist, glaube ich, muss doch bestimmt im richtigen Winkel oder irgendwie so stehen. Ich muss nämlich genau zu dir kommen. Aber wir gucken mal noch, wissen wir ja gar nicht, wer es ist. So. Taschenlampe. Hm. Abbricht. Greifen Sie zu. Ein richtiges Lost Place. War alles hingeschmissen, verwüstet, kaputt gemacht. Oder eilig verschwunden. Ja.
Wegen Geisteraktivität. Manche ziehen ja auch gerne in so eine Häuser rein. Manche ziehen ja auch gerne ein in so eine Häuser, wo was passiert ist, gerade weil sie wollen. Das würde ich nicht machen. Ich finde das auch generell, selbst wenn was ist, auch finde ich nicht in Ordnung den Toten gegenüber. Also jeder soll in Frieden dahin gehen, wo er hin muss. Wollen wir einmal gleich oben gucken? Ja. Ich vorgehe. Mach, bitte. Ich bin froh drüber. Alles gut. Gucken wir, ob wir vielleicht. Oh. Ich kann mal wieder ausschauen nach den Tarotkarten halten. Und wenn in einer liegt, vielleicht habe ich es dann. Die einer von uns. Tür ist offen. Schlägt nichts aus. Talia Mullins. Die ist tote Hose. Also. Im Moment zumindest. Warte mal. Mir war sonst gerade was gequält, aber ich kann mir auch eingebildet. Okay. Jetzt sah es auch nur so aus, vielleicht weil du mit dem Licht hier durchgelaufen bist. Kann sein, dass es nur so aussah. Aber jetzt sehe ich komischerweise nicht. Normalerweise, wenn ja die Temperatur sinkt, bleibt es ja mit dem Kühlschrank. Eigentlich bleibt das. Ah ja, egal. Gehen wir mal raus. Gut, hier oben ist erstmal. Nicht. Was? Nee, nur Gerümpel. So. Den Sessel haben sie auch im Ausverkauf gekriegt. Ja, den gab's im Angebot bei Ikea. Den kann man den Schrank nicht öffnen? Was ist denn? Was? Nichts? Geh mal links rein jetzt. Achso, ich dachte, du hast dich erschrocken vor. Nö, nö, noch nicht. Die Teller im Übrigen wackeln immer so. Ja, diese, was ist denn das? Das sind Wender, das sind keine Bilderrahmen, glaube ich. Das. Ja, ach ja, Bilderrahmen, du hast kann recht. Kann ich da auch Anger sagen? Anger. Da ist noch nie, da ist zum Beispiel bei mir noch nie was. Doch, bei mir schon. Passiert. Ein Gesang von einer Sekte. Ich höre es schon. Ein Sektengesang. Da habe ich aber schon mal gesehen, es kommt nicht von der Ghostbox. Das habe ich auch oft, wenn ich nach dem Geist rufe. Okay. Aber hier tut sich nichts. Ich habe mal Angst, dass ich dich umrenne hier, aber es geht, glaube ich, gar nicht. Nein, kannst mich nicht umrennen. Nein, du sollst nicht die Ghostbox, aber nimm das da. Ich auch diese Plasma mit dem Lack. Kann ja gleich mal nach Flecken gucken. Do you want to play ball with me? Hallo? Ah. Dauert denn da so lange? Plasma ist nicht gut. Kreuze hängen auch noch richtig. So. Unsere Lieblingsräume. Ach, das hübsche Brautkleid. So, Talia Mullins. Hier hat es gerade geblitzt, glaube ich, im Zimmer. Ich werde schon mich Sugar. Ach, die Kerzen sind angegangen. Das hat geblitzt. Talia Mullins. Mullins. Eigentlich gar nicht so hässlich, das Kleid war eigentlich ganz schön. Ja, wenn es nicht gerade auf dich zugesprungen kommt, dann. Victoria! Hier ist Ototose. Hier ist Ototose. Ach, das geht von alleine, wenn man davor steht. Das ist ja gut. Dream. Ja, das dachte ich auch, aber irgendwie. Dream? Hast du gerade was gesagt? Ja, warum? Also Dream habe ich gesagt. Achso, da warst du, das mit der 7 im Ohr. Ich dachte, ich habe irgendwas gehört. So. Achso, jetzt spricht der Geist mir, was für eine 7 hier. Ach, die hübschen Augen, ihr seid so wunderbar. Anger. Anger? Ja, du reagierst auch nie, ey. Sag nicht zu laut, da kommt. Das Bild hier oben hast du schon entdeckt, oder? Bitte? Das Bild hier oben? Ja, ja. Das haben mir gerade die Augen. Das ist total cool irgendwie. Schon irgendwie sehen die. Ach, da kommt einer aus. Hui! Süß, finde ich, wie so in seinem Baum gucken. Die sind süß, ja. Bei die habe ich gar keine Angst. Ist nicht wirklich gruselig. Au. Was lachst du so dämlich? Das ist EMF draußen? Das ist meins. Warte. Schau mal. Ich mal mit die Tasten machen, ja. Schauen wir mal, ob.
tut sich nichts. Jetzt bleibe ich mal beim Kleid stehen. Ja. Komm. Hier drüben. Mach bloß immer dämlich. Talia Mullins, are you here? Ich kann ja mal. Bestimmt die Alte, die immer aus dem Kleid kommt, die so blöde Lache. Talia Mullins, talk to me. Talia Mullins, are you here? Hm? Ghostbox? Talia Mullins, are you here? Where are you? Also die Ghostbox. Tote Hose hier, was ist denn hier los? Ist auch sehr selten, dass mein Geist antwortet, habe ich so das Gefühl. Musste wirklich Glück haben. Show yourself. Mal kurz hier nebenan. Ja. Beim Magna. Vielleicht. Sie am Rand, ich auch. Ja. Was ist denn mit dem blöden Leuchtturm hier? Ich weiß nicht, da irgendwie tut sich da nichts. Show me. Show me. Der leuchtet, dann passiert ja auch nichts. Nee. Flecken sehe ich jetzt auch gerade keine. Ich hole mal das andere nochmal raus hier. Irgendwo muss da jetzt mal hier. Gibt's was denn für ein Geist, das wohl nicht passiert? Tu doch mal irgendwas hier. Ich bin der klassische, der professionelle Geisterabschrecker. Ich. Come out. You're not beautiful. Nee, irgendwie. Juckt die gar nicht. Was ist denn hier los? Hallo? Ja, genau. Magna. Das ist übrigens dieselbe Alte, die aus dem Kleid kommt. Hm. Also heißt sie. Moment. Ach so, ja. Könnte man natürlich mal. Magna? Ich dachte, weil die kommt ja hier auch. Ja. Raus. Magna. Sind hier eben Magna? Was ist denn hier los? Nee. Was ist denn für ein Haus? Ja, keine Ahnung, hier ist sie. Die haben uns hier hingeschickt. Hier ist ja nichts. Kann ja wirklich mal passieren, dass EMF nicht ausschlägt. Kann ja, aber dass das gar nicht anschlägt. Ich meine, viele Möglichkeiten haben wir ja dann nicht, außer in jedem Raum was aufzustellen und dann zu warten. Das ist ja doof. Gibt's doch gar nicht. Einmal habe ich sogar durch dieses Plasma-Glas. Was? Ach, der Keller. Der Keller bleibt uns noch. Ich habe sogar mal, geh mal gleich, mit dem Plasmagerät auf dem Stuhl geguckt und dann hatte ich eine Nebenquest geschafft, einen Geist gefunden. Diese Silhouette, ja genau, richtig. Durch Zufall, ich wusste gar nicht, dass es die Aufgabe war, aber einfach durch Zufall habe ich es gesehen. Nee, das ist die Werkstatt. Hier ist der Keller, hier hinten. Ah, oh, siehst du. Für Orientierung. Nee, er handelt nicht, die Tür ist noch offen. Oh Gott! Da ist gerade was an mir vorbeigerannt. So, ja, jetzt bleibt uns noch der Keller. Mal gucken. Der Käfer strampelt und es passiert nichts. Oh. Irgendwo hat... Hast du es gehört? Es piept. Es piept, oder? Hier. 4, 4, 4, 4. Ja. 3, 4. Aus. Okay. 2. Ah, okay. Der alte Hirsch. Der ist abgefallen. Gut, wir sind richtig. Wo ist denn das rund? Hier ist was. Hörst du jetzt auf die Kerzen hier auszupusten? Das ist auch eine Nebenquest. Oh, manchmal. Hör mal auf jetzt hier. Kerzen auspusten. Talia Mullins, are you here? Warte mal, hier rein in die Mitte. Talia Mullins, show yourself. Ah, ah, da, okay. Da ist sie. Da war sie. Der Geist lief eben hier. Sie ist da auf jeden Fall, aber ich krieg keine Antwort. How old are you? Hier hinten? Ah! Ghostbox! Ghostbox. Das Erste, was wir haben. Okay, ich schreibe mal schnell den Beweis. Geisterbox-Antwort. Ich bin auf der Tür zugegangen. Wir sind hier richtig. Oh, oh, oh. Ja, 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 ist gut. Du brauchst mir nicht mehr antworten. Ich hab's begriffen. Lass mich in Ruhe. 3, 3. Wo ist die 4?
Aber auf jeden Fall, ja, dann können wir. Take 5. Dann können wir Zeug holen. Ich lasse es jetzt mal kurz hier. Ja, lass es liegen, genau. Wird schon ausschlagen, wenn es soweit ist. Warte mal, Fingerabdrücke haben wir hier nicht. Achso, warte mal, Ektoplasma könnte was sein. Warte mal kurz. Guck mal kurz an der Kellertür nach, nach Fingerabdrücken. Nicht sehr höflich. Aber kein. Wir haben hier Ektoplasma. Nein! Doch. Okay. Ich mach das mal schnell. Ecto hier. Bleiben noch Shade, Myling und Gipo. Wir gehen erstmal kurz raus, bevor wir hier sterben. Ja. Wo ist der? Der Ausgang. Der Ausgang. Ach da. Oh. Ich will mit unten. Ich komme, ich komme. Ich habe unten mein Zeug abgeschmissen. So. Es ist mir jetzt sicherer, sonst wären wir wegen so einem Mister. Jetzt können wir schnell erstmal draußen checken, was wir haben. Also Ektoplasma habe ich auf jeden Fall was gesehen und das cool. Du sagst, deine Ghostbox Ektoplasma, so. Hat dort der Geist geleuchtet? Siehst du, dann ist EMF gar nicht mit bei. Hat der geleuchtet bei der Ghostbox? Ja, der leuchtete blau, wo ich nicht die Taste gedrückt habe. Okay, also EMF kann schon mal weg. Fingerabdruck kann auch weg, sonst haben wir nichts mehr. Genau, die können auch weg. Und was bleibt uns? Staffelei oder Gefriertemperatur? Und ESG. Also, ach nee, Moment mal, ESG? Können wir auch noch, die drei Sachen. Okay. Staffel, Gefrier müssen wir am Atem erkennen und wenigstens Staffelei. Irgendwas von dem also ich glaube, Gefriertemperaturen fällt aus. Die hätten wir, glaube ich, sonst schon gesehen. Ja. Hier, runter. Oh, nein, ins Vergnügen. Zeichne mir jetzt ein verdammtes Bild, ey. Legen wir das mal hier hin? Nein, nicht da oben, Mann, ey. Was soll denn das? Ach. Die Tür geht auf. Wo ist denn da? Oh. Please, please paint a picture. Draw a picture. Paint something for me. You don't have much time. Ach, halt doch die Klappe. No. I can't see you. Where are you? Nein! Go away. Paint a picture. Also ich weiß nicht, ob man dabei sein darf, wenn sie das Bild zeichnet. Ja, das weiß ich auch nicht. Oh, nein! 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 Ich hab die falsche Taste gedrückt, ich muss hier raus. So ein Scheiß, ey. Er ist weg. Oh, ja, ist weg. Oh, Gott sei Dank. Oh, okay. Meine Fresse. Nein, der kommt, der kommt, der kommt. Die Tür ist zu. Was ist denn das für einer? So einer, der die Arme so komisch verschränkt hält. Fetter, dicker, kleiner, fetter. Nee, langer, dünner, hässlicher. Oh! Oh nein, der respawnt ja. Den siehst du ja manchmal gar nicht. Ah. Was ist für ein Arsch? Versuch in Bewegung zu bleiben. Der dürfte eigentlich nicht vor dir aufploppen. Guck mal, ob die Tür aufgeht. Mhm. Ich mach schnell, oder? Nee, noch nicht. Jetzt noch hier. Scheiße. Okay. Der kommt gleich, der flackert schon hinter mir. Der müsste gleich bei dir auf. Haha, geh weg, geh weg. Nein, nein! Oh. Pass auf, ich komme mal von der anderen Seite. Ich bin tot. Mich hat's zerlegt. So, pass mal auf. Pass auf dich erstmal. Ja. Void, was heißt das? Void? Ich weiß nicht. Void ist irgendeine Zone. Die ist gerade im Flammen aufgehangen. Komm, die nächste Karte. Zieh mal rinne. Die geht bloß an einem Flammen. Vorsicht! Da kommt. Lauf, lauf, lauf. Der ist hinter dir. Ist hinter dir. Keine Ausdauer mehr. Er ist noch hinter dir. Alles gut. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht mehr. Ich höre ihn aber. Ich höre es aber. Warte mal, ich guck mal. Geht die Tür auf? Ja. Okay. Das Einzige, was wir jetzt machen. Warte mal, geh du mal raus. Ich bin hier im Keller. Geh mal in den Keller und guck mal, ob ich auf dem Bild was sehe. Beim Generator. So. Er hat nichts gemalt. Nichts zu sehen auf dem Bild.
Mist. Jetzt ist die Frage, geben wir das Risiko ein? Also auf dem Bild ist, auf dem Bild ist nichts. Wir könnten jetzt das Risiko eingehen und einfach das ESG nehmen, ne? Weil Gefriertemperatur fallen aus. Okay, wenn ich die wegmache, bleiben nur noch Shade und Gipo. Gefriertemperaturen machen wir weg. ESG, das können wir jetzt nicht sehen, ob, weil wir jetzt nicht drin waren. Eben. Die Frage ist, ob es, ob wir das Risiko eingehen und sagen... Wenn jetzt Staffelei gewesen wäre, hätten wir nur noch Shade übrig gehabt. Ansonsten bleiben bei ESG nur Gipo übrig. Ja. Das ist 50-50 Chance. Kann man natürlich probieren. Wen soll ich nehmen, Gipo oder Shade? Ich würde jetzt die Staffelei ausstreichen. Sagen wir so ein bisschen wie so ein... Nehmen wir den, ja? Wir nehmen den. Okay, ich bestätige. Weil du kannst als Toter... Ich kann ihn nicht bestätigen, nee. So, ich geh jetzt mal zurück. Ja. Ich muss zum Bank, weil geht ja nicht. Ich gucke mal, wie viel Sanity ich noch habe. Vielleicht kriegen wir wenigstens ein paar Punkte für eine Nebenaufgabe, die noch ganz dicht bei mir ist. Aber die Karte Void heißt ungültig. Ja, schön. Was gibst du mir so einen Dreck? Scheiß Tarotkarten. Oh, hier lassen, wenn es nichts bringt. Unverschämt. 26%. Sanity. Kannst vergessen. Der killt dich. Ich lasse es. Wir riskieren es. Wir riskieren es jetzt. Wir haben eine 50-50 Chance. Warte mal, du kannst doch noch mal, ich kann auch noch mal runtergehen. Mir passiert ja nichts. Ja, Problem ist, ich muss ja die Geister googeln fangen, das bringt mir ja nichts. Nee, dass ich noch mal gucke, ob was auf dem Bild ist. Ach so, meinst du, da kannst du gerne... Ich guck noch mal, du wartest, weil wir mir... Finde die sitzende Menschen-Siolette. Oh, die würde ich... Ach. Gucke mal. Huch! Es ist so dunkel. Nein, da ist nichts drauf. Oh, wow. Siehst du die Geisterkugeln? Ja, das sind die, die man... Wahnsinn, ey. Gut, also auf dem Bild ist nichts. Ja, dann lassen wir Gipo, ich hau ab. Ja, wir hauen jetzt ab. Aber bitte lass es stimmen. Ich hätte dir gern gerettet, aber wenn die Karten ungültig sind, weiß ich auch nicht warum, dann bringt das ja nichts. Es gibt auch Karten, die machen das schlimmer, ne? Aber ich habe mich damit noch nicht beschäftigt, was welche Karte macht. Ich weiß es nicht. Ja, wir haben es versucht. Ich bin weg. Na komm. Mehr wie verlieren können wir nicht. 50-50. Bitte. Wenn er uns verarscht hat und er hat uns bloß in den falschen Raum gelockt, dann töte ich den Geist. Bitte. Kein Blackscreen, ich will die Lösung. Ja. Schneller. Ja, wir haben den richtigen Geist gemacht. Nein! $600. Wow! Doch. Wir haben 2426, habe ich jetzt. Oh mein Gott. Schön, ich habe 800. Ich habe nichts gekriegt, ey. Es fehlen noch 48 Punkte, dann bin ich immer in Level 2. Siehste. Was ist denn eigentlich, wenn ich Level 1 bin und du Level 3 und du Level 1? Dürfen wir denn beide trotzdem ins selbe Haus? Das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, die schaltet man nur frei, weil dass man Zugang hat, glaube ich, heißt es bestimmt nur. Dass die geöffnet werden. Das kann sein. Ich denke mal, da kann dann jeder rein. Also hoffe ich mal. Oh mein Gott. Oh, Glück gehabt. So war es mein zweiter Sieg heute. Das war wenigstens das, ey. Oh, immerhin, der alte Gipo war es gewesen. Der Gipo. Wahnsinn. Gut Glück gehabt. Ja, wie gesagt, die Staffelei. Also wenn du den Raum verlässt, dann malt er eigentlich innerhalb kürzester Zeit. Darum habe ich jetzt eben gedacht, okay, komm, das hat jetzt lang genug gedauert. Er hat nicht gemalt, also bleibt nicht viel übrig. War jetzt halt 50-50 gut gewesen. Getippt. Aber wir geben nicht auf, Leute. Wir sind noch bei. Ja, sind fleißig. Wenn wir ein bisschen weiter sind, können wir mit dem Kram auch mal live gehen. Oh ja. Jetzt läuft mir die Nase, weil die Soße so scharf war. Ja, weiß, vielleicht habe ich bis dahin ja schon meinen YouTube-Account. Warte mal, ich brauche mein Taschentuch. Gibt's eigentlich?
Die Soße war scharf. Alles gut. Was ich mich gefragt habe, wo ist denn die Kamera, die hier gezeigt wird? Ich habe die noch nie irgendwo stehen sehen. Die muss, warte mal, ich sehe dich jetzt. Die muss ja. Ja. Ich dachte eigentlich einfach, kann man nicht die nehmen? Nee. Ach, hier vielleicht? Irgendwo soll hier was sein. Warte mal, weil da bleib mal da stehen. Wo stehst du jetzt genau? Ich sehe dich jetzt von welcher Seite? Was ist denn da hinten zu sehen? Ich sehe dich von der Seite da drin. So. Ist mir mal so aufgefallen. Das heißt, stimmt, du hast recht. Eine Geisterkamera, die gibt's gar nicht. Wer sind wir auch Geister? Ja, das ist das. Nee, wir suchen Lebende. Jetzt sind wir drauf gekommen. Hi, wir Gott, sind die Geister. Die haben wollen. Die wollen uns austreiben, wer denn? Wir sind die Geister, siehst du? Lämpchen, gut, dann nehme ich wieder EMF und was nimmst du? Ich nehme die Talkbox wieder. Diesmal nehmen wir mal gleich das Geisterding mit hier. Oder Ektoplasma lieber, also ich weiß nicht. Wie du magst. Ich glaube lieber erstmal Ektoplasma, denn da haben wir. Ja, nehmen wir mal das zuerst, womit wir durch die Gegend rennen können. Ja, wollte ich gerade sagen, weil da habe ich ja vorhin auch schnell was gefunden. Nehmen wir mal die beiden. Also das und EMF habe ich jetzt bei. Attacke. Oh. Falls wir Hunger kriegen, zwischendurch. Ja, wa? Wollen wir uns ein paar Brötchen und dann, kann man ein bisschen Mett. Veganes Mett, das ist kein Tier gewesen. Also man weiß es nicht. Nee, stimmt, das ist Mensch wahrscheinlich. Ja, das mag ich. So. Ja, genau, fangen wir mal hier an. Gruselig, ey, wirklich. Wollen wir den gleich mitnehmen, den Keller? Ja. Wenn wir schon hier sind. Oh je. Wer ist er? Hier habe ich sehr oft immer diese Temperaturschwankungen gehabt mit dem Atem hier, wo ich allein gespielt habe. Hier ist noch so ein Haufen. Also ist ach, genug mal dann. Da. Also irgendwas atmet. Ja. Ich glaube, das hier liegt an Kevin Mendoza. Are you here? Achso, müssen ja alleine sein. Warte mal. Geh mal hier rüber. Ich geh mal hier rüber. Kevin Mendoza. Are you here? Kevin Mendoza, please talk to me. Where are you? Ne, erstmal nicht. Erstmal nicht. Hier war jetzt auch keine Flecken, glaube ich, zu sehen, soweit ich gesehen habe. Die kleine Katze ist zwischen auch ein Easter Egg hier. Ja. Von so einem Comic oder irgendwie sowas. Aber das hier, was soll das sein? Was denn? Was da? Keine Pilz, Ahnung, wer sich da verewigt hat. Große Künstler. Ich höre was. Ja, irgendwas atmet oder rauscht die ganze Zeit. Und aber von hier rechts irgendwo ist irgendeiner, der uns wieder veräppeln will hier. Kevin Mendoza. Nee, nein, nicht. Dann sprich nicht mit mir. Okay. Hier auch kein EMF, nix, alles null. Da bin ich nicht böse drum, wenn es nicht der Keller ist. So. So, wo geht's denn? Ach, hier. Wo der noch geht, der kleine Keller. Es gibt ja noch Keller, die nur noch schlimmer. Also, ich gehe nicht gerne in den Keller, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, ich hab zum Glück keinen. Eine Sache fehlt aber im Haus, fällt mir auf. Die haben gar keinen Dachboden. Stimmt. Naja, wenn doch kein Licht jetzt am Klo haben, wundert mich das gar nicht. Vier. Er schmeißt hier mit warte mal, ich geh mal hier rein. Oh, vier. Vier, vier, vier. Warte mal. Vielleicht. Ups. Also, wow. Verzeihung. Ich wollte sprechen mit ihm. Ach so. Oh, das Ouija-Board. Ich lasse die Finger von. Kevin Mendoza, are you here?
Where are you? Show yourself. How old are you? Oh, oh, oh. Was tust du denn da? Was randalierst du denn hier? Hier draußen ist... Ah! Mann, hör auf, Mann. Dieses Scheißbalk, ey. Wirklich. Ich dachte schon, du bist tot. Jetzt ist hier gar nichts. Es ist hinten in der Ecke. Kevin Mendoza. Ich werde das Videobrett nicht anfassen. Gut, aber oben ist schon mal ein bisschen Aktivität. Jetzt war hier auf 3 vorne, jetzt ist wieder gar nichts. Schauen wir mal. Oben ist ja schon mal ein Anhaltspunkt jetzt. Wir gucken mal trotzdem weiter, vielleicht woanders noch mehr. Du hast einen Raum vergessen. Welchen? Ach, der. Dann haben wir den Sound wieder weg. Fingerabdrücke. Die Qualms auch manchmal. Keine Fingerabdrücke. Okay. Ruhe. Ach, der Kirchenkorn. Ach ja, schön. Gebetsstunde. Gibt's hier Flecken? Nö. Ist ein sauberes Ritual gewesen. Ja. Was? Keiner rumgesaut. Scheiß Taschenlampe hier. So, nee, also ich merke jetzt hier nichts. Ups. So. Bei dir irgendwas? Nee, nee, ich warte, bis du vor der Tür bist. Ich weiß ja immer gar nicht, was heißt alleine, wie weit weg muss man sein. Warte mal, ich gehe mal hier bis zu der Tür. Jetzt warte ich hier draußen. Are you here? Show yourself. Where are you? Entschuldigung. Was denn? Husten. Ach so. So, nee. Keine Antwort. Na gut, dann kommen wir jetzt doch hier lang. Dann gehen wir durch hier jetzt. Do you want to play ball with me? Please? Da kommt. Jetzt gibt's ein Bonbon extra. Armes Kind. Das ist süß, ja. Das Kind hört aufs Wort. Ah. Where are you? Victoria. Danke. Kevin Mendoza, are you here? Where are you? Show yourself, please. Oh nee, dieses Baby, geh weg, ey. Wo ist ein Baby? Nebenan wieder. Kevin Mendoza, are you here? Show yourself. Sagt das EMF was? Nee, tote Hose. Ich glaube, dann können wir nach oben. Ja, pack, räum dich weg. Das ist sehr schön. Gut. Frühjahrsputz. Ja, Frühjahrsputz. Geht alles von alleine. Man muss immer klein anfangen. So, dann machen wir hier mal bis... Hä? Der Lichtschalter geht. Ist der Geist, der macht manchmal aus. Nee, das der bin ich. Achso, da geht das Licht an. Ich hab die... Ah! Vorsicht, Vorsicht! Okay. Was war denn das für ein Nacktmulch? Wir sind richtig. Ich werde mal schnell mein Plasma rausholen. Keine Schmierflecken hinterlassen. Ah, Mann! Weiß ja nicht, ob das ein Jäger ist. Kevin Mendoza, are you here? Show yourself. Where are you? How old are you? Ne, also die Box ist, Ja! Okay, er randaliert im Bad. Da ist er. Oh Gott, ey. Geh weg, ey. Problem ist, manchmal weiß man nicht, ist es jetzt der dich jagt oder der dich bloß verarschen will. Oh nein, jetzt habe ich meine Taschenlampe fallen lassen.
Gib die wieder auf. Mal rein hier. Wir haben noch keine Tarotkarten gefunden. Stimmt. So, Fingerabdrücke. Hat ja eh nichts gebracht. Haben wir hier nicht. 2. War auch schon mal höher, mein Freund. Aber ich würde mal sagen, wir probieren es hier. Poltert hier rum. 4? Oh. Der ist so hässlich. Komm, die 5 schaffst du auch noch. Ah! Oh Gott, der stand direkt vor dir. Der guckt dich direkt an. Ja, ich hab schon gesehen. Ich hoffe ja, dass er auf 5 hochsteigt, aber. Eigentlich kann ich doch hier ein paar Dinger sehen. Es scheint ja hier die höchste Aktivität zu sein, wa? Hm. Dann holen wir mal Zeug. Schauen mal, was passiert. Der ist so hässlich, den habe ich noch nie gesehen. Was ist das denn? Der ist auch, glaube ich, bisschen so aus, als ob der verbrannte Haut hat, oder? Ja, der hat aber auch einen ganz komischen Kopf. Könnte Freddy Krüger sein, bin mir nicht sicher. Ekelhaft. Kann man die Hütte nicht einfach niederbrennen? Das wäre doch auch noch eine Möglichkeit. Kann man, aber dann kriegen wir auch kein Geld. Ach. Wenn man noch verklagt wegen Brandstiftung. Bei der Hütte? Ja. Tun der Menschheit einen Gefallen. Ich sag bloß, ich sag bloß Hausfriedensbruch. Ah, gut. So, wir hatten das da unten hingestellt. Du vorhin, glaube ich, weil du es zuerst mitnehmen wolltest. Ha! Gut, was hab die ich hat gerade was gelacht. Das war ich. Sicher? Ja, ich glaube schon. Ich hatte mich nichts lachen gehört, nur mich selbst. Okay, gut. Hier kann, glaube ich, keiner rein. Es hat mich eben stark irritiert. Ich habe jetzt auch ein Leinwand. Ja, EMF habe ich ja abgelegt. Genau, das heißt, wir können jetzt. Hast du die Leinwand? Ja. Gut, dann nehme ich jetzt das Ding hier. Dann haben wir alles, was wir mitnehmen können. Sanity? Oh Gott, du hast noch 12%. Warum das denn? Ach, vielleicht, weil ich den Geist angeguckt habe. Du bleibst hier, ich gehe rein. Ah, kannst du die Staffelei noch tragen? Dann lass die. Warte mal, genau. Lass ich das Elektroplasma hier. Dann gebe ich dir mal die Staffelei. So. Du bist sicher, dass du. Das macht nichts, wenn ich sterbe. Wir können doch nichts verlieren. Mach, wie du möchtest. Ja, ich komme mit. Aber das heißt, 12% kann sein, dass du schon alleine beim Reingehen sofort gehittet wirst. Ja, aber wie gesagt, wir verlieren ja noch nichts. Und dann stürzt er sich wenigstens auf mich anstatt auf dich. Also Geist, so Geister trennen. Angucken ist also senkt die Sanity. Okay. Also sollten wir doch uns demnächst bald mal irgendwie künftig mal eine Kerze besorgen. Oh Gott. Oh. Geh mal bald spielen. Ja, geh, komm. Punkt um 6 gibt's abends. Geh auf der Autobahn spielen. So, hier hast du randaliert, mein Freund. Was ist denn hier los? So. Dann machen wir hier hin. So, können wir genau sehen, ob er malt. Please paint a picture. Das andere machen wir. Paint a picture. So, dann lassen wir ihn mal kurz. Wir können auch kurz rausgehen jetzt. Machen wir gleich. Das war, glaube ich, die Vorjagd eben. Aber keine Gefriertemperatur. Nichts, ey. Sonst. Wir können gerne mal kurz zum Wagen gehen, dann nochmal auf die Leinwand gucken, wenn du möchtest. Ja. Oder wir warten noch. Ja, was? Warte mal, ich probe. Oh, okay, okay. Oh, raus. Okay. Weil die Tür wird wahrscheinlich zu sein. Die ist zu, ja. Wir rennen im Kreis. Verkehrt. Falsches Zimmer. Bleib in deiner Nähe. Hier sind wir aber auch nicht richtiger. Wo ist denn der? Ich bin tot. Nein, warum denn du? Altes Miststück. Nein. So, warte mal ab. Oh, ach, als Geist kann man unendlich rennen, seine Frechheit. Oh nee, ey, was soll das Scheiße. Denn? Scheiße, wir haben keinen einzigen Hinweis. Nein. Gar nichts. Halt, ich geh nochmal. Gut, ist jetzt eh egal. Da, wenn die bunten Lichter kommen, musst du aufpassen, dann kann man sowas nicht. Aber warum nimmt der denn dich? Ich hatte doch wesentlich weniger Sanity. Ich dachte, pass auf, die Mutige kommt zuerst dran. Okay, also ein Bild hat er. Du könntest aber folgendes machen. Geh mal zum Wagen, bitte. Where are you? Wenn du rauskommst. Hm, ich beweg mich mal.
Wenn ich gehe mal zum Wandel, kann ich gucken, ob ein Geist erscheint über diesen EMG-Gerät hier. Mir kann er nichts mehr. Stimmt. Mal raus. Lieber Geist, ich bin auch tot, mal ein Bild. Kann ich als Geist, kann ich auch das Feature-Brett nehmen? Ja? Ich glaube. Es leuchtet jemals, kann ich das nehmen? Ach, schade. Ich kann gar nichts. Schade. Ich bin nur ein Geist, ich kann gar nichts. So, warte mal, ich höre dich gleich nicht mehr, wenn ich am Wagen bin. So ein Müll, ey. Hörst du mich? Ja. Ich hab vergessen, was ich gucken sollte. Du solltest ja nicht gucken, du solltest bloß auf dich aufpassen. Ach so. Ich wollte gucken, ob ich einen Geist sehe, aber es passiert sich gar nicht. Ich hab 0% Sanity. Ja, EMF. Oh, EMF schlägt auf 3 aus. Hier tut sich was. Warte mal, ich bleib nochmal stehen. Also ich gucke jetzt mal hier, wir haben, also was wir, glaube ich, ausstreichen können, ist Fingerabdrücke waren nicht bei, Gefriertemperaturen waren nicht bei und Flecken hatten wir auch nicht. Nee, ich habe überall geguckt, ich habe keine. Geisterbox-Antwort habe ich auch nicht bekommen. Staffelei ist noch möglich, was noch? Ja, aber wenn wir Geisterbox auch streichen, dann haben wir gar keinen mehr. Stimmt. Das ist komisch. Das ist halt immer blöd, selbst wenn man einen Raum hat, wo man Hinweise kriegt, also Geistererscheinungen sind, kann es trotzdem eine Verarsche sein und die Hinweise sind ganz woanders. Ektoplasma. Würde jetzt noch EM5 sein? Könnte. EMF, die Staffelei raus. Jetzt aufhören, nach mir zu schmeißen, ich bin eh schon tot. Es tut sich aber auch gar nichts. Wird kein Bild gemalt, die Anzeige bleibt auf 3 stehen, die wollen uns auf 4. Ich höre es piepen. Komm schon, zeig dich schon, du Biest. Ja, also gemalt. Hier kommt doch kein Geist. Auf was hast du jetzt angekreuzt? Ich hatte Fingerabdrücke, hast du gesagt, weg, soll ich weg? Ja, ich habe keine gefunden, zumindest. Friertemperaturen habe ich weg und Ektoplasma. Jetzt gucke ich mal bei. Wenn die Geisterbox eine Antwort wäre, würden immer noch alle 3 in Betracht kommen, weil wir keinen einzigen Hinweis schon positiv haben. EMF. Also, wenn wir jetzt EMF und Staffelei hätten, wäre es der Yokai, aber wir haben ja nichts. Nee. Bei EMF würde ich mal stark tippen, weil wir schon auf 4 waren. Also den Haken einfach mal machen. Hm. Glück. Dann bleibt noch Staffelei, da ist nichts, was bleibt noch für ihn übrig. Nur, dann bleibt nur ISG können wir noch, könnte sein. Also Staffelei habe ich bis jetzt nichts gefunden. Wenn wir dies wegstreichen würden, würde nur der Boogie übrig bleiben. Okay, ich da mal auf zu. Boogie, ja genau. Ich bin auch beim Boogie. Oh, es geht auch auf 4 hoch wieder. Okay. Weil wir versuchen sie, wissen nicht. Hm. Bei Staffelei ist immer noch nichts drauf. Ich hab 0%, ey. Weil wir probieren die. Was quietscht denn da? Weiß ich nicht. Wir probieren die den Boogie, ja. Den kann ich eigentlich streichen. Ich stehe schon ewig hier und da kommt nichts mehr. Bleibt nur der Boogie übrig. Bei ISG können wir nichts mehr machen, dann haben wir gar keinen Geist mehr. Dann nehmen wir den. Aber wir probieren, ich kann jetzt eh nichts machen. Oh, eine Geisterkugel! Hier geblieben! Stopp! Ja! Hui! Kann ich auch als Geist fangen? Als Geist kann ich unten. Ah, oh, schön! Der ist durch mich durch! Oh, es ist eine Leuchtparty. Ja, das sieht total cool aus. Ich kann, ich wette mit dir als Nebenaufgabe ist bestimmt der, Geisterkugeln fangen, wa? Ich denke mal. Weil, ja, wenn die jetzt schon da sind. So, also ich habe jetzt den Boogie ausgewählt. Ja, wir probieren es. Ich wüsste jetzt sonst nicht, was wir machen sollen. Hm. Also ich gucke keine Geister mehr an.
ist ja echt ein Käse. Sag ja, einmal hatte ich auch gedacht, komm, es ist wieder einer, gehst du, rennst mal durch. Ist ja sowieso nur ein Schocker und der hat mich auch gekillt auf einmal denn. Das ist ja ein dieser Dicke, der ihn immer verfolgt. Dann fahren wir mal und hoffen, weißt, halt dass wir irgendwie richtig ja, lagen. Hm. Bist du sicher, ja? Ja, Musik, ja. So. Nee, das ist der falsche. War ein Diogen. Diogen? Jetzt möchte ich mal gucken, was ja. er gehabt hätte. Diogen wäre Geisterarten. Ja, denn. Ah, hier oben. Der hätte gehabt. Ektoplasma war doch nicht. Ich wette mit dir, das war wie ein anderer Raum, den wir nicht geguckt haben, weil wir uns auf den Geist verlassen haben. Fingerabdruck ESG. Na gut, also mit dem EMF waren wir richtig. Aber es kann natürlich auch der Flur sein. Klar. Es kann sein, ja. Weil der war ja bei Balz, da kam, stimmt, da kam der Typ ja ständig gerannt. Aber Fingerabdrücke habe ich auch nicht gefunden. Also. Oder das war bloß eine Ablenkung, dass eigentlich die richtigen, die meisten Hinweise woanders waren, um uns abzulenken und uns zu töten. Ich war, ey. Mal gucken, haben wir wieder irgendwelche, das war richtig mies. Irgendwelche Spanner? Nee. Geld nee, leider ist sie weg. Also sie läuft hinter das Gemälde, die Olle von Pacify, und danach kommt dann so ein gehörnetter Teufel da. Aus dem Bild. Der ja. Das war meine erste Errungenschaft. Es ist noch nicht zu Ende. Ja, für mich schon. Frechheit. Unverschämt. Oh, allein die Mühe müsste belohnt werden. Ja. Aber zumindest bin ich jetzt nicht mehr so ängstlich, wenn ich nicht alleine bin. Weißt du? Das glaube ich. Jetzt traut man sich eher rein. Oh. Wie spät ist denn überhaupt? Außer gleich 11. Aber wir können ja gerne morgen nochmal. Also. Super gerne, ja. Lieben gerne. Warte mal, kriege ich mal kurz mein Abschlusswort. So, meine Lieben, wir sind raus. Ich weiß, ich habe euch nicht viel angesprochen in dem Video, aber war ja auch nichts. Ihr seht ja, was wir tun. Ich verabschiede mich, oder wir verabschieden uns mal für heute. Wir sind die Tage zu einem Tschüss. Neuen Let's Play. Macht's gut und bis dann.